Das Wichtigste zuerst, das Tafelwerk wird nicht abgeschafft. Das Tafelwerk soll lediglich als Hilfsmittel durch eine bundesweit vereinheitliche Fassung unter der Bezeichnung Formeldokument ersetzt werden. Das in der Abiturprüfung ab 2025. Das ist das Ergebnis von bundesweiten Abstimmungen der Kultusministerkonferenz zusammen mit dem Institut zur Qualitätsentwicklung im Bildungswesen. Ziel ist, dass die Anforderungen zum Abiturerwerb bundesweit mehr vergleichbar sind. Neben den Abituraufgaben und Bearbeitungszeiten geht es auch um zugelassene Hilfsmittel. Hier soll künftig ein bundesweit einheitliches Formeldokument verwendet werden. Das bisherige Tafelwerk kann weiter für den Unterricht genutzt werden. Für Prüfungen sind dann allerdings ab 2025 die neuen Formeldokumente bindend. Mit dem Schulleiterbrief vom 8. August 2022 wurden die Gymnasien darüber informiert. Für das Abitur 2025 werden langfristig vorbereitend bereits jetzt an den entsprechenden Jahrgang Formeldokumente für die Fächer Chemie und Mathematik ausgereicht. Für das Fach Physik liegt noch kein Formeldokument vor. Das Fach Biologie wird von den anderen Formeldokumenten abgedeckt. Sobald alle Formeldokumente vorliegen, sollen diese in einer gebundenen Gesamtausgabe entsprechend dem alten Tafelwerk auf dem Markt verfügbar sein.